Was trinke mir? Bier. Was trinke die anderen? Kaba. Kaba hält sie gesund. Und ich baue heute die Motorkontrollleuchte im Manta ein. Motorkontrollleuchte deswegen, weil ich, wie ich ja schon oft erzählt habe, den 2,4 aus dem Frontera eingebaut habe. Wenn ich die Motorkontrollleuchte habe, kann ich den Wagen einfach ausblinken. Ich kann Fehlercodes ausblinken. Das hier ist die originale Opel Frontera Tacho-Einheit für den 2,4er Motor. Hier ist die Motorkontrollleuchte irgendwo integriert. Ja, hier unten, wo man es wahrscheinlich überhaupt nicht sehen kann, aufgrund der Spiegelung. Ist ja auch egal. Benutzen wir natürlich nicht. Wir machen uns auch nicht die Mühe, das Ding hier jetzt rauszufriemeln und da drüben wieder reinzubauen. So, das ist der Blendstopfen für den Nebelscheinwerfer. Da ich keinen Nebelscheinwerfer habe, habe ich mir hier in China bei eBay so eine kleine Motorkontrollleuchte gekauft. Habe die hinten eingebohrt, alles super gepasst und dann, zack, bricht mir von dem Blindstopfen, hier sieht man es ganz gut, der klippt ab, toll. Jetzt hält das Ding nicht mehr, habe ich lange rumgemacht, soll ich das jetzt reinkleben, auf so einen Pfusch hatte ich keinen Bock. Also habe ich gesagt, okay, brauche eine andere Lösung. Andere Lösung ist, einfach den Originalschalter benutzen. Hier die Kontakte, die das Nebelscheinwerferlicht ein- und ausschalten, bleiben einfach leer. Und hier in der Mitte an der Lampe, die mir sagt, okay, das ist jetzt an oder nicht an, schließe ich die Kabel von meiner Motorkontrollleuchte an. Meine Motorkontrollleuchte ist dann quasi dieses Licht und ich habe einfach den Originalschalter drin. Kein Gebastel, sieht alles original aus. Fand ich irgendwie am besten. Die Kabel habe ich hierher gezogen. Habe mir hier schon Hülsen drauf gemacht, weil die relativ nah beieinander liegen, dass sie sich auf keinen Fall berühren können. Und presse jetzt die Stecker hier drauf. So, 5 Minuten später. Ich habe mir hier, das ist das Originallämpchen, was in diesem Stecker drin, in dem Schalter drin ist, genommen. Habe das hier angeschlossen. Schalte die Zündung ein. Motorkontrollleuchte geht an. Starte den Motor. Motorkontrollleuchte geht aus. So, jetzt sieht man es hier nochmal ganz gut. Ich habe den Stecker hier in den Schalter reingesteckt. Leider scheint die Sonne so arg, dass man überhaupt nicht sieht, dass das jetzt leuchtet da drinnen. Ne? Aber das Teil kennt ihr, kennt jeder, der einen Manta hat. Kommt jetzt hier rein. Ja, und schon hat man einfach hier den Schalter, der völlig ohne Funktion ist, weil hinten die Pins nicht belegt sind und das Licht da innen drinne. Ist meine Motorkontrollleuchte. Nochmal, Sinn und Zweck ist, Fehlercodes ausblinken. Ja, ich brücke im Benzinpumpenrelais die Pins und dann wird mir hier der Fehlercode durch Blinken dieses Lichtes angezeigt und sagt mir, okay, mein Kurbelwellensensor ist kaputt. Und ich muss mich nicht lang rummachen und gucken und überlegen, warum läuft die Karre nicht, sondern ich tausche den Kurbelwellensensor und dann läuft es wieder.